Hallo alle und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Projekt von Fiesta Online. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und oder neu dazugekommen seid, je nachdem. Und zwar möchte ich ganz gerne auf dem Silver Casual eine Jägerin neu beginnen. Der Silver Casual ist ein neuer deutscher Server und ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier einfach mal auf Start und wir sehen, wir haben noch keine Charaktere. Das werden wir jetzt gleich einmal entsprechend ändern, indem wir einfach mal einen neuen Charakter anlegen. Erstellen. So, Geschlecht machen wir weiblich. Frisur, Gesicht gucken wir gleich nochmal. Gesicht, was können wir denn da Schönes nehmen? Nehmen wir das, was haben wir noch an Auswahl? Oh, da haben wir doch ganz schön viel Auswahl, okay. Standard 8, Standard 9, okay, Standard 13, wir haben ja doch ganz schön viele Gesichter, die früher nicht da waren. Standard 16, machen wir mal Standard 15, das ist okay. Wie sieht es denn bei den Frisuren aus, wie viele Frisuren haben wir denn? Oh, es ist doch ein bisschen was dazugekommen, muss man sagen, okay. Also wenn, dann hätte ich ja eigentlich ganz gerne eine Jägerin. Okay. Frisur, gucken wir mal. Also so Frisuren gibt es nicht ganz so viele. Ja, mit so einem Zopf. Kurz und rockig und knackig. Nee, das gefällt mir nicht. Das ist auch nicht so mein Fall. Naja, auch das ist nicht ganz so mein Fall. Okay, Standard 1. Also mir gefällt am besten dieses kurze Haar mit der Strähne hier. Das gefällt mir am besten. Ja, das gefällt mir ganz gut. So, Farbe können wir auf jeden Fall nochmal auswählen. Da haben wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen Auswahl und Variation. Was nehmen wir denn da am besten? Ja, da haben wir auf jeden Fall einige Farben zur Auswahl. Nehmen wir Rot. So ein bisschen rockig. Grün könnte würde zu einem Jäger tatsächlich passen. Grün, aber. Oder zu einer Jägerin. Muss man ja. Genderkorrekt auf jeden Fall einmal sagen. Bin gerade am überlegen, ob nur rot oder grün. Das wäre ja richtig rot. Aber ich würde lieber ganz gerne das hier haben wollen. So ein bisschen lila, das sieht, ist, ja doch, kann man auf jeden Fall so machen. Gefällt mir ganz gut. Kann man auf jeden Fall machen. Okay. So, dann haben wir einmal, das haben wir, Name. Okay. Gut, dann machen wir einfach mal Dylani und wir drücken einfach mal auf OK. Können wir erstellen. Sehr schön. Okay. Ist auf jeden Fall da, der Jäger oder die Jägerin. Möchtest du das Tutorial machen? Abbrechen. Nein, das Tutorial brauchen wir nicht. Würden wir zwar ein paar Level gleich gewinnen, aber das brauchen wir so in der Form erstmal. Noch nicht, also wir haben das ja, haben das Tutorial ja schon mal entsprechend aufgenommen, in einer anderen Playlist, also müssen wir jetzt nicht unbedingt nochmal das Tutorial einmal durchnehmen. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. So, jetzt gucken wir mal, Verbindung zum Server wird hergestellt. Es dauert ein bisschen, bis das Ganze hier geladen ist und es wird die Hölle wird es lecken, denke ich mal. Oh, Anfängerhilfe. Eieiei, Teva hat mich geschreckt. Gut, das mache ich. Okay, die Anfängerhilfe. Okay, so, jetzt müssen wir hier natürlich einmal gucken, dass die verschiedensten Einstellungen, Musik ist aus, okay. Umgebung ist sehr, sehr laut. Könnte vielleicht sogar zu laut sein, deswegen werden wir mal ein bisschen runtergehen. Effekte. Können wir von der Gesamtlautstärke allgemein ein bisschen runter. Sonst hört man mich nämlich auch dann gar nicht mehr. Und das kriege ich. Ja doch, würde ich noch selektiert bekommen. Das ist okay. Von der Einstellung her. So, machen wir einfach mal. Wir machen. So, gehen mal hier so ein bisschen hoch. Den Effekt machen wir mal ein bisschen Umgebung. Ist ja auch nicht überall so, ne? Okay, so, dann wollen wir einmal gucken. Also haben wir hier auch ganz viele neue Spieler sozusagen, die auch gerade jetzt hier aktiv sind und angefangen haben. Grafikeinstellungen. Da würde ich ganz gerne mal gucken wollen. Was haben wir denn noch? Das sieht erstmal alles soweit okay aus. Ich würde ganz gerne auf jeden Fall den Chat einmal hier entsprechend haben.
habe ich das jetzt bisher auch sonst überall gehandhabt. Und die Leiste können wir so ein bisschen ziehen. Okay, so, dann ist Jägerin Dulani, ist auf jeden Fall einsatzbereit. Hallo! Jetzt brauchen wir auf jeden Fall nochmal, nur mal gucken hier. Fähigkeiten, ne, war es nicht. Haben wir noch Hilfe? Ne, Hilfe! Hilfe, 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 Aktion V. Okay, das heißt, wir brauchen also zunächst einmal, müssen wir einmal auf jeden Fall die Grüßengeschichte einmal uns holen. Und wir legen das einmal unter. Hallo! Jägerin Dulani meldet sich zum Dienst. Was ist ihre erste Aufgabe? Ja, das ist eine gute Frage. Da müssen wir mal gucken, was ihre erste Aufgabe ist. So, die Anfängerhilfe. Kann ich die auch disablen? Die brauche ich nämlich nicht. Egal. So, was haben wir hier noch? Da sind immer noch die Anfängerhilfe. Okay. Warte mal. Ah, hier kriege ich sie gerade nicht disabled. Okay. Ja, verfügbar. Hätten wir 4 Stück. Schneepass, Schneemannschaft, okay. Sieht besorgt aus, ohne Bergmonster, okay. Diese Eiswürfel, okay, verfügbar, 4 Stück. Mhm. So, nehmen wir mal Quest an. Das beenden. Achso, dann sollten wir vielleicht uns gleich auch nochmal eine Akademie suchen. Das wäre vielleicht auch nochmal. Oder gibt es in den ersten Leveln gar nichts? Weiß ich nicht. Oder gibt es erst ab Level 10 irgendwelche Belohnungen? Müssen wir gleich mal gucken. Schreiben wir uns da gleich mal irgendwo mal mit ein. Vodafone hat sich soeben den Titel Verzauberungskünstler verdient. Na dann, herzlichen Glückwunsch. So, also, Server Kasul. Ich bin da. Wer noch? Ja, hier ist auf jeden Fall ein bisschen Action dort von. Also wie schon gesagt, komplett ein ziemlich neuer Server. Ich weiß gar nicht, wann er aufgemacht hat. Ein Monat her, 2 Monate oder irgendwie sowas in die Richtung. Ja, wir sind jetzt auch mit dabei. Oh, Divinity. Okay. Interessant. Gab's früher schon. Wir gucken mal. Rang prüfen. Oh Gott. Eieieiei. Die Leute. Eieieiei. Hier wird ja richtig gelevelt. Eine Ruhmeshalle. Jetzt müssen wir mal gucken. Dann kann ich da. Also Ruhmeshalle, warte mal. Einschreiben. Erste Gilde war Wellandless. Legendary. Okay. Da sind ja wirklich tatsächlich einige Gilden von Freya Horizon. Glaube ich auch so eine Gilde, die Divinity. Die gab es früher auf Teva. Könnte sein, dass das vielleicht auch sogar noch eine Legendary gab es früher auch auf Teva. Resurrected, okay. Ich hatte momentan die meisten Absolventen. Das ist ja meistens. Das ist, glaube ich, momentan ein guter Indikator, um zu sehen. Okay, das sind Top-Gilden. Owned by. Owned by. Gut, das ist natürlich nicht schlecht. Okay, Willandless, Akatsuki, Resistance. Ja, gut. Game Master ist natürlich klar. Band, Hate Me, Divinity. Ja, da war wenig Mitglieder. Wenig Mitgliederzahl. Wie sieht es denn ansonsten bei den Mitgliederzahlen aus? Kasul. Exclusive, okay. Savage. Okay, Oblivion, Closed Club, Phoenix. Oh, so viele Gilden gibt es noch gar nicht hier. Also gerade was auch hier so Mitgliederzahlen und so weiter halt irgendwie angeht, ne? Also, dass du 3 große Gilden, die halt irgendwie in ihren Akademien auf jeden Fall ein bisschen was haben. Oder beziehungsweise auch viele Leute in der Akademie haben, mit teilweise 100 Leuten und so einem Quatsch da. Dann gucken wir einfach nochmal. Gucken wir nach dem Rang prüfen. Owned by. Können wir mal gucken, Exclusive oder Savage? Exclusive oder Savage. Gucken wir einfach mal Exclusive. Wir schauen mal nach. Wir gucken nochmal Exclusive. Nach Mitgliederzahl Exclusive. Da können wir doch ganz gut reingehen. Gucken wir mal, Akademie beigetreten. So, dann gucken wir mal nach den finanziellen Belohnungen. Das ist ja sehr. Ja, es ist nicht besonders viel. Oh, für die höheren Level gibt es auf jeden Fall noch ein bisschen was. Okay. Liberty sucht noch Akademiker. Exclusive. So, dann gucken wir mal. Machen wir einfach mal Anfängerhilfe. Also Chat. So plauderst du. Ja, sehr schön. Vielleicht auch. Hallo. Oh Mann, hallo. Danke für die Trobbys. Sind durch. Okay.
Das klingt ja nach schon Level über 100 oder sowas in die Richtung. Also, naja, gut. So, auf jeden Fall sind wir schon mal in der Akademie drin. Jetzt habe ich gar nicht geguckt nach den Belohnungen in den Anfangsleveln. Ich glaube, es geht erst ab 10 los, wenn ich das recht im Sinn habe. Aber gucken wir gleich mal. Wir dürfen ja vermutlich gleich wieder ein neues Level-Up oder so bekommen. Und das kann ich nicht annehmen. Das kann ich aber annehmen. Das annehmen. So, okay. Dann haben wir einmal Bürgermeister Schneerennen. Okay, was haben wir noch verfügbar? Schneepass. Zack. Verfügbar. Böser Schneemann, Geschenke. Verfügbar. Herzach. Kann ich gar nicht annehmen. Okay. Einmal zu töten. Okay. Muss ich die jetzt am Anfang wirklich alle erst noch erlaufen? Ja, das sieht so aus. Okay. Da gibt es das bei den ersten Quests. Gibt es das scheinbar dann noch nicht? Okay. Müssen wir mal gucken. So. So, sehr, sehr schön. Ja. Fühlt sich gut an. Bin wieder da. Sehr schön. Dann gehen wir nochmal zu Zach und dann töten wir mal ein paar Schleime. Weil ich nämlich Bock habe, Schleime zu töten, weil mir das alte Fiesta Online-Feeling wieder gibt. Wie es mal irgendwann mal gewesen ist. So, jetzt haben wir hier den Angreifen. Wir haben, glaube ich, noch keine Skills oder irgendwie sowas. Oder so ein Geraffel. Der Bürgermeister von Ruminus. Ah ja, okay, dann gehen wir erstmal zu Ruminus. Was ist denn hier mit der Anfängerhilfe los? Mein Gott, ey. Könnte man das hier irgendwie disablen? Wollen wir mal gucken hier. Die Einstellung. Anfängerhilfe. Bestätigen. Weg. So, hier, Ruminus. Wo bist du denn? Der ist hier zugeschüttet mit Geschenken, scheinbar. Alles voll. Okay, dann machen wir mal weiter. Quest beenden. Okay. So, dann schauen wir mal. Oh, jetzt haben wir hier ganz viele Sachen. Kleiner Fiesta-Token. Okay. Was auch immer das ist. Achso. Mysteriöse Schatzkiste haben wir. Was haben wir denn noch Schönes hier? Das ist jetzt. Ah, okay. Hier, das CS-Inventar ist serverübergreifend. Box der Wiederkehrer. Rechtsklick zum Öffnen. Dann gucken wir mal, was da Schönes mit dabei ist. Ah, Atem der Wiederbelebung. Und ein Reittier des Wiederkehrers. Oh, dann nehmen wir das gleich mal. Das schadet ja nicht. Oh ja, hier, das ist doch schön. Hier, So, was haben wir noch Schönes? Nicht mehr weiter hier irgendwie, ne? Nischt gibt's! Achso. Okay. So, Schleime! Dude. Ein paar Skills wären natürlich geil. Aber besorge ich mir auch gleich noch ein paar Skills. Oh ja, Bestienleder. Aufsammeln wäre vielleicht auch nochmal ganz cool. Ach stimmt, aufsammeln, das wäre wirklich noch cool. Dann muss ich nochmal gucken. Warte mal, da brauche ich einmal hier V. Dann brauche ich einmal Freund hinzufügen, aufsammeln. Das müssen wir einmal auf die 9 legen oder auf die 0. Du 0. Und dann müssen wir einmal gucken hier. Dann brauchen wir einmal hier Shortcuts einstellen, spielen, Quickslot. Die 0, das ist die Taste R. Das ist nämlich auch so der einzige Shortcut, den ich irgendwie hier verwende. Zack. So, Schleime. Düt. Yay. Oh ja, das hat direkt funktioniert. Und Level Up. Yay. So, können wir gleich nochmal schön einsammeln. Und dann würde ich mal sagen, gucken wir mal, was haben wir denn da Schönes? Nehmen wir mal hier ihn hier. Den Schleim. So, und dann können wir jetzt hier mittlerweile schon abgeben, hier den Quatsch. Ne, können wir noch nicht. Na, schade, müssen wir gleich nochmal zum NPC laufen. Aber das kriegen wir hin. Und an der Stelle würde ich sagen, war es das erstmal für die Folge. Charaktererstellung ist geglückt. Und wir sind da auf Kasul. Und die Frage, die bleibt, ist, wer ist noch da? Bis demnächst. Tschüss.